Ja, und da entsprechend fehlt, weil alles ehrenamtlich nur funktioniert. Wie wir gestern schon gelernt haben, selbst in der zweiten Bundesliga ist noch alles ehrenamtlich bei den Damen. Und das ist mit der heutigen Zeit mit Schichtarbeit nicht ganz einfach vereinbar. So ist es. Die Leute, die arbeiten, haben meist sehr wenig Zeit. Und so braucht jetzt mit dem nächsten Treffer 14 zu 5. Und da Jindun Alena Mill mit dem 15 zu 5. Ja, da ist man vielleicht auch politisch ein bisschen gefordert, nicht nur in Schwerin und Mecklenburg-Vorpommern, sondern in ganz Deutschland Anreize zu schaffen. Dass halt Eltern sich engagieren im Jugendsportbereich, im Breitensportbereich, sowie auch in der Kultur, um Menschen zu fördern, gerade Kinder zu fördern, wie es hier jetzt in Schwerin passiert. Ja, wir sind auch bemüht, immer schon die Eltern mit einzubinden, indem wir immer schon als Co-Trainer irgendein Elternteil mit einbeziehen. Alicia Banzer jetzt mit dem 16 zu 5. Ihr fünfter Treffer jetzt in diesem Spiel. Und das ist eigentlich schön durchgebrochen, dann wurden sie doch aufgehalten. Und da war Annalena Mill. 17-5. Und dann wird auch auf sprechender Seite nochmal gewechselt. Er sagt gerade, Hände weg, die hat schon geprellt, die brauchst du nicht mehr anfassen. Was genau bedeutet das? Ja, dass sie dann nur noch die Möglichkeit hat, drei Schritte zu machen mit einer Finte oder halt abspielen muss. Ne? 17 zu 5 steht da, weißt du? Okay. Aber ein bisschen reell gerade. Es gibt das Gelb gegen die Bank von Tedro. Ja. Gibt ein bisschen Konfusion, die gehört beim Handball immer ein bisschen dazu. Es gibt kaum ein Spiel, wo wir die nicht sehen. Das ist immer so. Ja, aber Handball ist ein Emotionssport und deshalb mögen wir ihn. Alicia Panzer mit dem Treffer. Nummer 6, 18, 5. Gerade für den Sportbereich wäre natürlich auch mal ein interessanter Punkt, die Schulen, wie die mit dem Punkt umgehen. Zu meiner Zeit, wie ich noch aktiv gespielt habe, allerdings dann Fußball, hieß es, in den Schulen wird im Gegensatz zu DDR-Zeiten deutlich weniger Sport betrieben und auch weniger intensiv. Mein Trainer sagte damals, früher wurde in der Schule gelaufen und die Spieler waren fit, konditionell fit. Heute fängst du mit Konditionstraining an. Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Und Vivian Sohr mit ihrem fünften Treffer, 19-5. Aber schön zu sehen, dass die Spielerinnen von Tetero trotzdem ihren Spaß haben. Noch am Spiel. Schrittfehler. Ja, das war einmal wandern durch des Gegners Raum. Natürlich nur drei Schritte erlaubt und danach hoffen werden. Freilaufen!
nach dem Ball. Ganz ruhig weiterspielen. Komm, Julia, mitnehmen. Gehen, Julia. Und geh. Schlechter Pass. Darüber. Anbieten! Und geh! Und dann stand sie immer aus, Einwurf in die andere Richtung. Und das Tor. Nils anhalten. Und Julia Kreter mit ihrem vierten Treffer zum 20:6. Da sagt der Trainer gerade, schaut mal auf die Uhr, wir haben jetzt noch 20 Sekunden. Vivian Suhr mit dem Pass vorne rein. Aufgenommen von Anna Schiller. 21:6. Und da ist die Lücke da, die nimmt sie sich und Treffer Nummer 5 für Julia Kreter zum Halbzeitstand von 21:7. Jetzt gibt es gelbe Karte gegen Vivian Suhr. Ja, es ist sehr eng da. Cedro spielt, man müsste vielleicht sich ein bisschen mehr bewegen, ein wenig mehr das Spiel nach außen treiben, breiter machen, um eben diese Lücken zu finden. So ist das alles sehr, sehr eng da. Da setzt sich zwar durch, aber da kann sich auch die Torhüterin mal auszeichnen, Nora Westphal. Und Zeitspiel angezeigt. Das ist eng, jetzt müssten sie mal stellen. Wir müssen natürlich alle im Kreis. Und jetzt Julia Kreter. Und gehalten und der Tempo-Gegenstoß läuft. Und da hat es aber schön aufgepasst auf der Tora-Seite. Und Julia Kreter jetzt nochmal gespielt. Beide aufgehalten und jetzt setzt sich doch durch dann der Wurf und dann gibt es doch Freiwurf für Tetero. 22:7, der Spielstand.
Und wieder den Ball gehalten, jetzt geht der Ball schnell nach vorne. Vivian Suhr kann ihn nicht richtig fangen, muss ihn dann nochmal abgeben und Tedro ist zurückgeheilt. Und da jetzt die Einzelaktion von Johanna Helms zum 23:7. Wenn der Trainer noch sagte, ohne Ball. Jörg Kreda setzt sich da durch und den Freiwurf für ihre Mannschaft. Und er steigt wieder hoch. Und der Ball vorbei. Trainer bleibt zufrieden. Seine Mädchen versuchen. Und klasse durchgespielt, aber der Ball ist vorbei. Hat auch keiner so richtig registriert. Oder die Tedroer kommen nicht wirklich voran, kommen keinen Schritt vorwärts. Haben keine Anspielstation. Und dann pass auf. Kreta soll da gehen, da ist noch eine Hand zwischen. Und Vivian Suhr hat den Ball. Und der lange Pass geht ins Nirvana. Da passiert nichts. Und man kann festhalten, dass Tedro etwas besser in die zweite Halbzeit gekommen ist wie in die erste. Vivian Suhr jetzt mit Treffer Nummer 6. 24:7. Wieder Vivian Suhr, die da den Ball holt, den langen Pass spielt. Diesmal besser Alicia Panzer, aber der war zu hoch. 24:7. Und erneut Matt. Vivian Suhr mit dem Fuß. Oh, kleine Dribbelanlage von Annika Brüsewitz. Da setzt sie sich durch, aber vorher zurückgepfiffen von Thekla Sudbrock. Und Julia Kreta scheitert erneut. Man muss sie zweimal zugreifen, war für meine Begriffe zweimal. Aber der Pass geht weiter auf Alicia Panzer, die macht ihren 7. Treffer in dieser Partie. 25:7.